Moinsen! Heute machen wir das Hambacher Fest und schauen uns an, was sind die Göttinger Sieben? Los geht's! Also, wie ihr noch wisst, die Karlsbader Beschlüsse von 1819 haben die liberal-nationale Bewegung in Deutschland stark verlangsamt. So zwischen 1820 und 1830 war das Ganze etwas eingeschlafen. Durch die Julirevolution 1830 in Frankreich wird jetzt das Ganze wachgerüttelt. Und in Deutschland wird wieder eine liberal-nationale Welle ausgelöst. Deutschland besteht ja zu der Zeit aus verschiedenen größeren und kleineren Staaten und Stadtstaaten. Deswegen äußert sich auch diese liberal-nationale Welle der Opposition ganz unterschiedlich. In Braunschweig zum Beispiel regiert ein absolutistischer Herzog. Der wird weggejagt und sein Schloss wird in Brand gesteckt. In Sachsen zum Beispiel kann man den Monarchen dazu zwingen, dass eine Verfassung erlassen wird. Eine große Sache, die ihr euch merken solltet, ist das Hambacher Fest 1832. Es ist eine revolutionäre Kundgebung mit etwa 30.000 Teilnehmern. Die Teilnehmer fordern vor allem nationale Einheit, Freiheit und Volkssouveränität. Das steht im Konflikt zu den restaurativen Bemühungen der Monarchen. Am Fest nehmen auch viele Polen und Franzosen teil, die liberal-national gestimmt sind. Sie unterstützen die Deutschen und feiern gemeinsam ihre Werte, also nationale Einheit, Freiheit und Volkssouveränität. Was zeigt das Hambacher Fest? Warum ist es so wichtig? Naja, das Hambacher Fest zeigt zum einen, die liberal-nationalen Kräfte werden stärker. Und zum anderen, es ist der Mut da, auch öffentlich zu demonstrieren. Schreibt in der Klassenarbeit sowas wie Erstarken der liberal-nationalen Kräfte. Mut zur öffentlichen Demonstration. Merkt euch in diesem Sinne auch noch das Erstürmen der Frankfurter Hauptwache. In Frankfurt sitzt der Bundestag, kein Parlament für die Bürger, sondern die Vertretung der Monarchen innerhalb des Deutschen Bundes. 1833 erstürmen in Frankfurt eine Gruppe von Studenten dort ein wichtiges Gebäude, die sogenannte Hauptwache. Diese Unternehmung hat keinen wirklichen Erfolg, aber sie zeigt, liberal-nationale Bewegung ist da. In schlaueren Worten, kein Erfolg, aber zeigt, dass die liberal-nationale Bewegung wieder auflebt. Letzte Sache, die ihr euch merken müsst, Protest der Göttinger Sieben. Wie kommt's dazu? Also, 1833 hat der Monarch von Hannover zugestanden, dass eine Verfassung erlassen wird. 1837 tritt ein neuer Monarch in Hannover die Herrschaft an. Und der erklärt jetzt einfach, nix gibt's, die Verfassung ist ungültig. Aus seiner Sicht ist das okay, denn er hat eine konservative Sicht, wonach der Monarch machen kann, was er will und die Verfassung nur eine Art Geschenk an das Volk war, was er auch wieder zurücknehmen kann. Für viele ist die Verfassung aber ein bindender Vertrag. Und dass er die jetzt einfach für ungültig erklärt, ist aus deren Sicht ein illegaler Staatsstreich. Deswegen stellen sich 1837 sieben namhafte Professoren der Universität Göttingen gegen die Aufhebung der Verfassung. Das ist der sogenannte Protest der Göttinger Sieben. Die Professoren werden daraufhin ihres Amtes enthoben und ausgewiesen. Aber es wurde das Zeichen gesetzt, Mut öffentlich zu protestieren ist da. So, wir sind durch. Gerade nochmal drei Bullet Points, die ihr euch merken solltet. Die Julirevolution in Frankreich löst ab 1830 eine liberal-nationale Oppositionswelle in Deutschland aus. Hambacher Fest 1832. Protest der Göttinger Sieben 1837. Hi, was geht ab? Hier ist Alex von Simple Club. Wenn du bald dein Abi schreibst, dann musst du unbedingt unsere fertigen Abi-Lernpläne in der App abchecken. Dort haben wir dir für jedes einzelne Fach fertige Lernpläne erstellt und wir trainieren dich mit Aufgaben auf Abiturniveau. Am Ende sagen wir dir sogar, wie gut du vorbereitet bist, sodass du sicher ins Abi gehen kannst. Also klick jetzt hier auf den Link und hol dir die App. Bis gleich.